Meine liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem Monatsrückblick Dezember. Ja, wir sind schon im neuen Jahr angekommen und dennoch möchte ich natürlich über das alte Jahr oder den letzten Monat sprechen. Nicht nur über meine Buchstatistik, meinen Buchhighlights, anderen Highlights, tollen Dingen. Ich habe hier auch einiges anderes mir notiert und ich denke, wir fangen einfach mal mit der Statistik an. Ich habe 11 Bücher im Dezember gelesen mit insgesamt 3893 Seiten, was einen Durchschnitt von 126 macht, ist tatsächlich so im Durchschnitt ein bisschen weniger, als es der Jahresdurchschnitt war, was man ja vielleicht bei meinem Jahresrückblick gesehen hat, der letzte Woche online gekommen ist. Ich packe euch das Video mal in die Infobox. Und ich habe mir besonderes Buchhighlight auf jeden Fall markiert, zu dem wir dann natürlich später kommen. Notiert habe ich das alles wieder wunderbar in meinem Bullet Journal. Und das ist auch in diesem Monat ein Highlight von mir, denn ich habe darin einen Tracker gebaut. Ich werde euch da vielleicht einfach mal ein Foto einblenden oder mal einen Schwenk in das Bullet Journal machen. Und in diesem Tracker habe ich eben täglich getrackt, also aufgenommen, dokumentiert, ob ich etwas getan habe oder was ich nicht tun wollte, eben auch nicht getan habe. Beginnend eben mit, ich wollte ja keine Bücher kaufen. Wie habe ich das geschafft? Habe ich Yoga gemacht? Habe ich an Tagen gelesen? War ich im DM oder in Rossmann? Da wollte ich bewusst im Dezember weniger hingehen. Habe ich für mich persönlich genug getrunken oder auch habe ich gut geschlafen? Und da sollte man sich nicht irritieren lassen durch das X. Also X heißt immer im Grunde die vordere Frage im Grunde gebrochen. Blau heißt geschafft. Und ich hatte da eine Frage unter einem Instagram-Bild, wo ich das den Tracker gezeigt habe, ob es jetzt bedeutet, ich habe die Nacht nicht geschlafen. Also das sollte das X in dem Fall nicht bedeuten, sondern dass ich mich einfach am nächsten Tag vielleicht nicht so wach, munter, fit gefühlt habe und das einfach so ein bisschen beobachten wollte. Und manchmal hilft es, Dinge sich bewusst zu machen, und jetzt kann man mich für komplett verrückt halten. Es war unglaublich motivierend, sich zu sagen, nein, du gehst heute nicht in den DM, nein, du kaufst heute kein Buch. Um dann eben zu sagen, ich mache da meinen blauen Punkt und nicht mein rotes Kreuz. Also es ist total irre und eigentlich interessiert das ja keinen, ob man diese Challenge für sich selbst schafft oder nicht. Es ist ja nur was für einen selbst. Ich fand es aber sehr motivierend. Ich fand es wirklich, es hat wirklich ja, auch bei Yoga zum Beispiel. Es hat einen schon motiviert, dann zur Not einfach zu abends nochmal eine Viertelstunde einen Mondgruß zu machen und zu sagen, hey, ich kann jetzt doch einen Punkt setzen und muss kein Kreuz machen. Also es ist total irre. Werde ich auf jeden Fall beibehalten. Ich glaube, das Trinken werde ich weglassen, da ich wirklich das Gefühl habe, ich habe immer genug getrunken und ich auch wirklich so dann auch aufgepasst habe und denke, das muss ich nicht tracken. Auch beim Schlaf habe ich tatsächlich gedacht, dass ich vielleicht öfter Nächte habe, wo ich dann denke, irgendwie waren die unruhig, war aber vom Gefühl dann tatsächlich, oder vom Moment am Morgen tatsächlich dann doch anders. Wahrscheinlich behält man sich einfach diese schlechteren Nächte mehr im Gedächtnis. Das werde ich, glaube ich, rausnehmen, auch DM und Rossmann. Vielleicht kombiniere ich das einfach. Mal gucken. Also es war einfach so, im Dezember wollte ich eben diesen ganzen Weihnachtsdingen so ein bisschen aus dem Weg gehen, diesen Angeboten. Und ich fand den Tracker wirklich grandios und kann das wirklich so zur Selbstmotivation jedem empfehlen. Dann zu meinem Buchhighlight des Monats. Ja, es ist Red Rising geworden von Pierce Brown. Ein Buch, das schon über ein Jahr auf meinem Sub liegt und wir das auch in einer Leserunde gelesen haben. Und es wird im Februar dann auch mit dem zweiten Teil weitergehen. Wir haben hier eine Dystopie, die auf dem Mars spielt. Wir haben einen männlichen Protagonisten, der uns die Welt aus seiner Sicht erzählt. Es ist auch in der Ich-Perspektive geschrieben und es ist unglaublich schnell erzählt, dennoch atmosphärisch, spannend, und gerade diese kurzen, schnellen Sequenzen haben mir in diesem Buch unglaublich gut gefallen und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil und dann natürlich gegebenenfalls, wenn der zweite gut ist, auch auf den dritten, und fand es auch toll, wie viele Leute mitgemacht haben und wirklich auch wieder dieser Austausch, der mir wirklich bei Lesegruppen unglaublich gut gefällt. Und es ist natürlich schon ein bisschen brutal, was hier drin vor sich geht. Ich hatte eben auch manchmal so das Gefühl, es erinnert doch ein bisschen an Panem, allerdings vielleicht in etwas erwachsenerer Form. Also es ist, denke ich, keine echte Jugenddystopie, sondern ich würde hier schon sagen, da sollte man etwas älter sein als Jugendlicher. Also als junger Erwachsener ist das absolut in Ordnung. Jetzt könnte man mich fragen, wo setze ich die Grenze?
ja, ich setze keine Grenze, weil jeder ist geistig natürlich anders weiter, aber so in etwa würde ich das einfach einstufen. Ja, fand ich großartig, fand es auch merkwürdig, wie ich so lange das Buch auf dem Sub haben konnte, denn es war dann doch so gut und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ein kleines Beauty-Produkt und diesmal sowohl für Männlein wie Weiblein. Ich möchte das gar nicht irgendwie trennen, weil ich glaube, dass da jeder was mit anfangen kann. Und zwar ist das von Altera der Coco-Balm und zwar ist das aus Bio-Kokosnuss. Altera ist die Naturkosmetik-Eigenmarke von Rossmann und ja, ich verwende Kokosnussöl und solche Dinge oder Kokosöl schon länger, habe da auch das echte hier zum Kochen, zum Backen, habe da auch schon Hautpflege, Zahnpasta draus gemacht und fand jetzt aber diese Form einfach sehr interessant und man sieht, sie ist auch schon, ja, wird man nicht so sehen, sie ist auch schon gut in Benutzung. Man muss ein bisschen aufpassen, sie ist wirklich sehr, sehr reichhaltig, sie ist für sehr trockene Haut. Ich verwende die auch auf der Kopfhaut. Ich verwende die zur Handpflege, für die Lippen, fürs Gesicht, für alles und finde die wirklich großartig und die hilft mir wirklich gut durch den Winter. Und ich glaube eben, auch Männerhaut hat trockene Stellen und ich glaube vielleicht auch tatsächlich so nach der Rasur. Und man muss auch keine Angst haben, dass es zu penetrant nach Kokos riecht. Ja, es riecht natürlich nach Kokos, aber der Duft ist auch unglaublich schnell weg. Und dementsprechend, ja, hätte ich jetzt auch nichts gegen einen Mann, der nach Kokos duftet. Dementsprechend auch diese Empfehlung von mir. Musiktechnisch war der Dezember bei mir sehr weihnachtslastig. Hier habe ich insbesondere Frank Sinatras Weihnachtsalbum rauf und runter gehört und auch das Weihnachts-Swing-Album von Michael Bublé, das glaube ich aber schon ein paar Jahre alt ist. Auch Frank Sinatra ist ja schon uralt. Aber ich liebe diese Swinging Christmas und das ist wirklich was, was mich total in Stimmung bringt und gebracht hat, worüber ich mich echt gefreut habe. Und die liefen im Auto, die liefen zu Hause, die liefen auf dem Handy, eigentlich überall lief Weihnachtsmusik und tatsächlich diese Alben und ich fand die wirklich großartig. Ja, dann auch etwas Großartiges war unser New Adult Hangout ganz zu Beginn des Monats. Ich habe ja mit Phil und Susan zusammen Wait for You von Jay Lynn gelesen und auch wenn das Buch kein Highlight im November bzw. Dezember war, war aber der Pillow Talk, der dadurch entstanden ist. Also wenn wir uns in WhatsApp über das Buch ausgetauscht haben, es da manchmal doch schlüpfrig wurde, weil es das Buch natürlich auch hergegeben hat. Und auch unser Hangout waren für mich wirklich so ein Highlight des Monats, was mir echt Spaß gemacht hat, wo wir viel gelacht haben, wo wir auch oft unsere Augenrollen nochmal nachgeholt haben und erklärt haben. Und es, ja, war wirklich toll. Ich packe euch das Hangout auch nochmal in die Infobox. Guckt da mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Guckt es am besten auch einfach so, wenn ihr wollt, so in Stückchen. Ich glaube, es waren ja doch 3 Stunden. Das schafft man vielleicht nicht auf einmal. Und am Ende gibt es dann noch einen Special Guest, der Elton von BookTube sozusagen. Und ja, auch ein Highlight war natürlich Weihnachten an sich. Die ganze vorweihnachtliche Stimmung, auf Weihnachtsmärkte gehen, Glühwein trinken, lecker essen, gebrannte Mandeln, Lebkuchen, Plätzchen, alles super, super lecker. Super schöne Atmosphäre, auch meine Deko hier habe ich sehr genossen, sie kommt ja jetzt doch demnächst weg. Bei uns wird am 6. Dezember, am 6. Januar alles an Dekorationen weggemacht und dann bleibt im Grunde nur die Winterdeko, aber keine Weihnachtsdeko. Und ich werde sie tatsächlich vermissen, weil das ist für mich wirklich was, es ist Licht, es ist hell, man kommt heim, ich habe überall Zeitschaltuhren und das ist einfach schön, wenn da einfach die Lichter an sind und auch automatisch natürlich ausgehen. Und das werde ich jetzt im Januar auf jeden Fall vermissen. Braucht auch immer so ein paar Tage, bis man dann wieder mit der Dunkelheit zurechtkommt. Aber ich habe ja jetzt die kommende Woche wirklich eine Woche Urlaub und genieße die dann natürlich auch und freue mich da auf die Entspannung. Und das wird dann natürlich ein Highlight für den Januar. Dann kommen wir auch mal zu etwas, was ich ja nicht so gut fand im Dezember. Das war natürlich das, was einfach so auf der Welt passiert. Der Terroranschlag in Berlin. Dass da solche Menschen ohne Sinn und Verstand mit einem LKW durch den Weihnachtsmarkt fahren und die selbst Toleranz wollen und ständig sagen, sie wollen genauso behandelt werden wie alle anderen, aber selbst keinerlei Toleranz zeigen. Und dass sich ja tatsächlich irgendwie immer so um Weihnachten sich darum gestritten wird und da jede Religion denkt, sie muss da irgendwie über unser Weihnachtsfest meckern und dann gibt es keine Weihnachtsmärkte mehr, sondern Wintermärkte.
wo ich mir denke, jetzt ist aber auch mit der Toleranz gut. Also das und dann eben auch noch so einen feigen Anschlag und ja, das fand ich wirklich mehr als negativ. Das hat einen vor Weihnachten auch direkt so ein bisschen runtergeholt, wieder so auf den Boden der Tatsachen. Und dann hat man aber, hatte ich auch schnell wieder so dieses, dass man eben einfach dankbar ist, dass es allen gut geht, dass es einem selbst auch gut geht und dass man dann doch einfach besinnlich das Weihnachtsfest genießen soll, solange es eben einfach besinnlich und schön ist. Also das, ja, so kehrt man dann aus etwas Negativem natürlich auch was Positiven. Dann ist bei mir ein tolles, oder es sind zwei tolle Pakete bei mir eingegangen. Einmal aus Australien von der lieben Mascha, das Unpacking mal in der Infobox, und von der lieben Anita aus der Schweiz. Über beide habe ich mich mega, mega gefreut. Und das eine habe ich ja zumindest öffentlich ausgepackt, das von der lieben Anita ist im Privaten passiert. Und ich möchte da einfach nochmal Danke sagen. Ich habe mich wirklich tierisch gefreut und ja, freue mich noch immer an diesen Dingen, egal ob es die Tee sind, ob es der leckere australische Honig ist, der wirklich super lecker ist. An Vegemite habe ich mich noch nicht getraut. Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich da ein bisschen Angst vor. Aber ich denke, ja, das kriegen wir. Ja, überhaupt die tolle Community, die es dann auch im Dezember gab. Und dann gab es auch noch ein ganz, ganz tolles Treffen. Ziemlich am Ende, nach Weihnachten, habe ich mich mit der lieben Susan vom Kanal Waldschrat Liest getroffen. Wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander, so knapp 1,5 Stunden, und haben uns so in circa der Mitte getroffen, haben einen, ja, Mädelsnachmittag gemacht, waren im Einkaufszentrum, haben tatsächlich kein Buch gekauft, haben uns die gegenseitig ausgeredet und hatten wirklich viel, viel Spaß beim Shoppen, beim Schnäppchenjagd und beim Quatschen und haben dann auch ja, beim Eis komplett die Zeit vergessen, bis wir im Grunde rausgeworfen wurden, weil es kurz vor 8 war. Es war ein toller, toller Tag und man merkt einfach, man trifft sich, man sieht sich, man hat sich vorher nicht live getroffen, man kennt sich nur über YouTube, über WhatsApp, über Sprache natürlich, weiß, ne, man weiß ja auch, wie der andere aussieht, aber die Chemie stimmt einfach und es ist einfach immer wieder überraschend und so toll, wie normal sich das anfühlt und wie viel Spaß das einfach macht. Und da gehört natürlich auch das Treffen dann absolut in diesen Highlight-Monat, als Highlight in diesen Monat hinein, weil das natürlich wirklich ganz, ganz großartig war. Und es wird hoffentlich kein Einzelfall, kein Einzeltreffen bleiben. Und ich glaube, dass da tatsächlich regelmäßiger irgendwas zwischen uns beiden da passieren könnte. Ja, das war es so, wenn ich auf meine Liste gucke, was in diesem Monat so an Highlights, Tops und sonstigem waren. Und ja, ich glaube, das war auch recht viel für den Dezember. Ja, man merkt schon, dass das doch ein recht ereignisreiches, ereignisreicher Monat ist, einfach durch Weihnachten, durch Silvester und ja, auch natürlich durch die Bücher. Ja, das ja, gehört natürlich alles so ein bisschen zusammen bei mir. Und es war wirklich ein schöner Monat, gerade durch das Weihnachtliche hat mir einfach gut gefallen. Und ja, dass ich die Haarfarbe natürlich nochmal verändert habe, das habt ihr ja schon in der Bücherwoche gesehen und auch beim Friseur war und mir meinen Sidecut habe schneiden lassen und ich mich wirklich gut fühle, wohlfühle. Und mal gucken, wie lange sie jetzt blond bleiben. Bei mir ist das ja so ein Wechselspiel und immer mal habe ich dann wieder, bei uns sagt man die Reiten, und dann kommt eine andere Farbe auf den Kopf. Ja, so ist es. Und ich denke, das war es jetzt auch mit meinem Monatsrückblick. Lasst mir doch gerne so ein bisschen eure Highlights vom letzten Monat da. Würde ich mich mega drüber freuen. Gerne im Austausch über die Kommentare und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, natürlich beim nächsten Video. Und ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.